Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Thief. Und wir waren dabei, die Stadt Stone Market zu betreten. Zumindest das Viertel Stone Market. Und ja, das wollen wir machen. So, und wieder hier ein wunderbarer Ladescreen, der auch schon vorbei ist. Und wir sind. Ach so, okay, dann ist. Hier rechts können wir anscheinend Pfeile oder was kaufen. Ich weiß es gar nicht. Lass das Feuer nicht ausgehen. Müssen wir auf jeden Fall mal sehen dann. Der Rauch hält die Schwermut fern. Ja? Okay. Dann müssten wir nach all den Jahren in der Fabrik ja bestens gewappnet sein. Ich habe schon so einiges raufgehustet. Schön war. Tully hatte sogar eine Sammlung. Nein, so war es nicht. Ein Arzt hat ihm Geld dafür gegeben. Für eine Studie, hat er gesagt. Wenn Tully loslegte, konnte er mehr verdienen, als wir gekriegt haben. Jetzt ist er hinüber. Wie alles andere. Okay. Ich gehe da mal weiter, ne, Jungs? Ihr macht es schon. Könnt ja zu nett sein und euch das Feuer ausmachen, aber mache ich nicht. So. Guten Abend. Okay, da kommen wir nicht hoch. So. Und weiter. Das ist der letzte. Morgen kommen wieder neue. Langsam glaube ich, das sind die Glücklichen. Glücklich, ja? Manche beißen sich die Zunge ab, damit es vorbei ist. Sie drücken sich Augen oder Ohren ein. Das Glück will mit dieser Stadt nichts zu tun haben. Hallo. Sag mal, ich weiß nicht, ob das jetzt hier Wachen sind oder nicht. Jetzt aber auch nicht hier die Pfeile verschwinden. Vielleicht mache ich auch einfach das so. Können ja hier vorbei huschen, theoretisch. Ich glaube nicht. Nee, das sind keine Machen. Sonst hätten die uns schon gesehen. Beziehungsweise interessieren sich die nicht für uns. Die alte Kapelle von Morningside. Das Reich der Königin der Bettler. Oh. Nehmen wir das doch mal mit. Ein schönes Stück. Sehr schön. So. Das ist die alte Kapelle also. Na ja, okay, das sah auch schon mal besser aus wahrscheinlich hier. Oh, eine Zeitung. Keine alten Götter für die neue Stadt. In dieser Woche besuchte der Baron die kürzlich abgerissene Kapelle in Dayport. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, schon bald zur Eröffnung der Fabriksgebäude. Ach so, er gab seiner Hoffnung Ausdruck, schon bald zur Eröffnung der Fabriksgebäude, ja, zurückzukehren, die stattdessen errichtet werden sollen. Ob schon einige Historiker das Vorgehen bedauerten, waren doch alle einig darin, dass die Stadt in Zukunft schauen muss. Die Gebäude mögen von historischer Bedeutung gewesen sein, erläuterte der Baron, aber sie mussten für unsere Zukunft Platz machen. Der Baron ist der dritte Northcrest, der die Verehrung der alten Götter verbietet, aber der erste, der noch darüber hinausgeht. Der große Bergfried wird am Ende der Energie für das gesamte Viertel liefern. Okay. So, und hier machen wir ein bisschen romantische Stimmung. Kollege, es ist Zeit. Gehen wir ins Bettchen, ne? So. Ja, ihr seid, ihr könnt noch ein bisschen. So, und weiter. Ich glaube, hier gab es auch jetzt nicht viel zu holen. Die Nacht ist einsam.
Ich mag das. Ach, Garrett. Nicht viele gehen deinen Weg. Ich kenne keinen anderen. Tja. Du weißt, was man über mich sagt. Dass du alles weißt, was in dieser Stadt passiert? Nicht alles. Nur die wichtigen Dinge. Was führt dich her? Brauchst du meinen Rat? Vor einem Jahr war ich in Northcrest Manor. Etwas ging schief. Was geschah mit mir? Was geschah mit Aaron? Vor einem Jahr versuchten Männer, die dachten, sie würden alles wissen, etwas zu kontrollieren, das sie nicht verstanden. Sie störten die Balance. Wir alle spüren es. Das ist deine Antwort. Als die Bettler dich fanden, nach dem Unfall, dachten sie, du wärest tot. Aber das warst du nicht. Also heilten wir deinen geschundenen Leib und brachten dich aus der Stadt. Und dann warteten wir. Doch dann, nach dem Ausbruch, der Schwermut weckte dich etwas auf. Es war Zeit für dich heimzukehren. Diese Stadt ist krank. Sie wird dir alles erzählen, wenn du ihr zuhörst. Pass auf, Garrett. In den Schatten gibt es Schlimmeres als dich. Danke für den Tipp. So, du hast einen neuen Fokuspunkt. Öffne das Journal. Okay. Fokuspunkt erhalten. Spende der Königin der Bettler Gold, um Fokuspunkte zu erhalten. Verwende diese, um deine Fokusfähigkeiten zu verbessern. Alles klar. So. Und wir? Neues Ziel. Geh zur alten Gießerei. Also gehen wir hier längs und... Ja, schauen wir mal. Achso, geht's hier gleich wieder rein. Staub zur... Keine Ahnung, habe ich jetzt Staub zur Kapelle? Was war da gestanden? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist nicht mehr die Stadt, die ich kenne. Ich erinnere mich an den Unfall auf Northcrest Manor, als wäre es gestern gewesen. Das Ritual, der Diebstahl, der Kralle. Aaron's Sturz, ihr Tod. Das werde ich nie vergessen. Doch nun hängt Krankheit in der Luft. Auf den Straßen herrscht der Tod. Dieser Ort war nie ein Rosengarten, aber so schlimm, wie es jetzt war, war es noch nie. Oder wie es jetzt ist, bin mir gar nicht mehr sicher. Meine Herren, wir haben den ganzen Tag Leichen geschleppt. Wir würden gern fertig werden. Hast du diese faule Kanalratte gehört? Seid froh, dass ihr den Karren zieht und nicht selbst drauf liegt. Finde einen anderen Weg. Staub zu Staub, Kapitel 2. Alles klar. So. Einmal hier hoch. Runter und hier wieder hoch, meine ich. Oder nee, warte mal. Ah, hier ist gleich noch ein bisschen Gold. Gut, dass ich mich nochmal umgedreht habe. Hier kann alles gebrauchen. Scheint das jetzt Schnee zu sein oder ist das einfach nur der Staub? Das
Diese Fabrik ist ein Sarg aus Metall. Ich denke eher Staub. Ja, Staub. Das könnte das Level. Obwohl. Egal. Wollen wir uns jetzt nicht dran aufhalten. Ein Königreich für einen Kaffee. Wir können jetzt aufschrauben, da wir jetzt einen Schraubenzieher haben. Oder Schraubendreher. Was sagt ihr das denn? Schraubenzieher oder Schraubendreher? Das nennen die Arbeit? Sieh zu, dass der Köter nicht kläfft und weckt mich nach der Schicht, verstanden? Wie kannst du an so einem Ort schlafen? Und der General ist auch hier. Knirscht mit den Zähnen und seinem verdammten Bein. Sieh zu und lerne. Sieh zu und lerne. Ja, sieh zu und lerne. So, wir hätten hier links, also hinten auch noch durchgekonnt, habe ich gesehen. Und hier geht's nicht weiter. Ja, noch eine Spritze. Alles klar. Rennen wir hier mal. Büschen. So. Ich wünschte, hier gäb's eine Eintopfküche. Wo ist denn hier ein Hund? Ist er da oben oder was? Kann ich hier hoch? Ich muss mehr schlafen. Königreich für einen heißen Kaffee. Wir müssen hier das Feuer erstmal entschärfen. Ansonsten wahrscheinlich nicht viel Möglichkeiten, jetzt wenn wir das Schloss hier knacken. Bevor uns hier einer erwischt. Aber dennoch müssen wir vorsichtig sein. Und noch einmal Stift setzen. So, schnell durch. Schnell. So. Und jetzt gehen wir hier durch. Beziehungsweise hier hoch. Warte mal. Jetzt verchecken wir hier noch die Ecken ab. Achso. Alles klar. So, alte Gießerei, Staubhof. So, und weiter. Aaron. Aaron. Bin ich krank? Eventuell. Fokusenergie. Drücke G, um Mond zu konsumieren und einen Teil deiner Fokusenergie zu regenerieren. Alles klar, okay, das sind Mondblüten anscheinend. Und hier noch Taschen und Dreh. So, gucken wir hier hinten, ob es noch was gibt. In den Ecken. Ist ja nicht. Okay, dann gehen wir hier hoch. So. Cool, dass man auch mal die Ansicht von außen sieht. Sehr gut gemacht. So. Und top. Schnell weiter. Den Schrottplatz. Und einmal. Der General will, dass wir alles vor der letzten Glocke durchsehen. Sieh dir das an. Ein Adeliger zwischen dem Abschaum. Was der wohl dabei hat. Nicht hier draußen, Spatzenhirn. Wir haben ihn ganz vorsichtig gefahren. Ihr behandelt ihn doch mit Respekt, nicht wahr? Respekt, klar. Stellt den Kampf. Nein, ich will das Gespräch noch zuhören. Was kommt als Nein, nächstes? Okay, so. Wo kommt denn das Licht her?
verstehe ich gar nicht. Und hoch. Ich bin sicher, ich hab's eingesteckt. Ist. Das finde ich hier nie wieder. Boah. So, brauchst du nicht mehr zu erschrecken. Puppen? Ich bin hier, um eine Leiche zu finden. Aber Puppen? Vielleicht sind es auch einfach... Ach nee, doch nicht. Ich dachte, es sind vielleicht bandagierte Opfer. Sag ich schon Opfer, Leiche. Weil hier stand jetzt Opfer. Wir gehen erstmal hoch und dann schauen wir, ob wir noch nach unten können. Gehen wir einfach mal hier mit. Können wir hier noch weiter? Nee. Hier auch nicht. Alles klar, dann müssen wir da runter. Na nee, gut, ging nicht. Oh. Hallo. Sehr schön. So. Och, mit dir, du armes Schwein. Aber besser du als ich. Die rote Jenny ruft. Und der Gaul, auf dem sie geritten ist. Hier sieht's ja aus wie in einem Schlachthaus. Es ist wahr. Der arme alte Cornelius ist wohl schon auf dem Band. Ich muss wohl am Fließband arbeiten, um Cornelius zu finden. Also haben die das da ausprobiert mit den ganzen Puppen, oder wie sieht es aus? Weil die hängen hier alle dran. Wir gehen aber jetzt noch ein Stückchen nach unten, bevor wir hier irgendwo reinspringen. So. Hier liegt vielleicht noch was. Oh ja. Ein Flächenflachmann. Achso, könnte ja. Hätte ja, ne? Und so. So, hier ist safe. Ja. Vorerst zumindest. Und auf, Garrett. Dann hast du das schon mal gemacht. Die meisten kotzen am ersten Tag. So. Am zweiten kommen sie nicht wieder. Früher haben wir die Leichen über die Mauer geworfen, bis der Gestank und das Gebrest schlimmer waren als die Schwermut selbst. 100 Krähen auf jedem Kadaver, sag ich dir. Ach ja? Uns haben sie gesagt, wir sollen sie auf offener Straße verbrennen. Da vielleicht? Aber als dabei das Haus des Kerzenziehers in Rauch aufging... Ja, könnte besser sein. Tja, da mussten sie es verbieten. Armer, alter Blowbohr. Wenn ihr beiden fürs Dummschwätzen bezahlt würdet, wärt ihr stinkreich. Haltet die Klappe, ja? Schnell! Besonders. Knapp. So, und einmal hier hinfort. Was ist hier? Nein, um meine Zähne wackelt. Psch. Nee, können wir nicht nehmen. Ich dachte, Alter, muss man hier vorsichtig sein. So. Denkst du, die Schwermut steckt noch in ihm? Jetzt nicht mehr. Zumindest nicht in dir. Ich habe kein gutes Gefühl. Ach so. Ja, klar. Einmal kurz hier rein, bevor gleich einer hierher kommt und uns gleich mitentdeckt. Das wäre nicht so günstig. Vielleicht können wir hier ein paar Wachen umgehen. Da können wir ja nicht durch, ne? Ne, können wir nicht rausdrehen. Schuh. Einmal hier runter und einmal hier. Und dann... Achso. Dann hier nochmal aufmachen, bitte. Danke. Und einmal hinfort. Mag das Wort. Ist mir sympathisch. So. Dann nehmen wir hier die Nahrung mit. Die Straßen sind nicht mehr sehr sicher. Gut. Haben wir immer gut gebrauchen. So, einmal durchschauen. Okay.
Okay, sieht gut aus. Die Frage ist nur, wo kommen wir hier raus? Achso, schön. Einmal wieder Nahrung. Einmal eine Kerze ausmachen. Okay, geht auch nicht. Und weiter. So. Was ist das? Ach, eine Geldbeuse. Eine Geldbeuse. Reuse. Börse natürlich. So, einmal hier. Das stimmt nicht. Doch, alles gut. Dass alles vorbei ist. Jetzt kommt er. So. Ganz ruhig. Und hier in die Ecke. Ich musste das einfach jetzt machen, weil sonst hätte er uns wahrscheinlich später noch erwischt. Ich dachte, ich wäre gern bei der Wache. Das Ding ist, weil... Aber... Ich will nicht hier die ganzen Wasserpfeile verschwenden, wegen den Fackeln. Falls wir den Trink mal brauchen, ist nämlich dann vorbei. Und solange es noch so geht... Was kommt als nächstes? So, einmal hopp, hopp, hopp. So, jetzt überhaupt. So. Nochmal. Nochmal, Garrett. Los. So. Ist ein bisschen außer Übung, hä? Achso, da sollten wir ja nicht. Ach nee. Alter, ist doch nicht wahr. Achso. Komm. Ich. Jetzt. So. Oh. Nicht? Scheiße. Danke sehr. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Okay, da hinten können wir irgendwas noch ausstellen. Wir auch gleich mal. Oh ne, ist nur eine Liste. Gut. Leichentransport. Setzt das Fließband effektiv ein. Die Leichen müssen vor den Einschalten. Ach, vor dem Einschalten, ja, dann gibt's einen Sinn. Sicher an den Haken hängen. Am besten geht das durch die Rippen. Ihr dürft nicht zimperlich sein. Der nächste Tollpatsch, dem deine Leiche runterfällt, kriegt selber einen Haken. Mit ganz viel Liebe, Grüßen, Rex. So. Und der Rex, mein Freund, alles gut, ja. Ja, alles gut. Und Rex, Alter. Ach, cool. Naja, das ist jetzt nicht so cool. Der Effekt ist ja echt gut. Dass sie daran gedacht haben. Dass sich da wirklich jemand drunter stellt. Was, wenn ich nur so drunter stehe? Die Bettler haben lebendig vermutlich ähnlich gestunken. Achso. Okay. Also, da die Bettler gestunken haben, wollen wir auch jetzt hier die Folge erstmal beenden. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin nur hier. Haut da rein.